Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich entschuldige mich direkt von Anfang an mal für diese miese Soundqualität, denn ich nehme gerade mit meinem Handy auf. Demnach nehme ich auch meine Stimme mit dem Handy auf. Allerdings denke ich, das sollte soweit passen und ja, so scheiße ist die Soundqualität da jetzt auch nicht. Aber wie auch immer, in diesem Video, wie ihr schon im Titel seht, geht es um ein Unboxing, denn heute sind meine ersten PlayStation 5 Spiele angekommen. Nächste Woche wird auch meine PlayStation 5 ankommen, die werde ich natürlich auch unboxen. Aber ich habe mir gedacht, komm, um schon mal so einen kleinen Vorgeschmack zu geben, packe ich schon mal hier die Spiele aus und schau mal, was sich so ein bisschen zu den PlayStation 4 Hüllen verändert hat. Vielleicht gibt es einen ein oder anderen unter euch, den das interessiert. Ich habe nämlich hier noch ein original verpacktes Red Dead Redemption 2. Das heißt, da können wir auf jeden Fall mal den einen oder anderen Vergleich ziehen. Das Einzige, was wir halt jetzt sehen, ist halt eben oben das PlayStation 4 und das PlayStation 5 Logo. Das heißt, hier haben wir quasi alles in Blau und dort quasi in Weiß. Ich würde sagen, wir legen das aber erstmal zur Seite und packen diese beiden Spiele aus und legen los. Ich würde sagen, wir packen zuerst Spider-Man aus. Machen wir einmal den hier rein. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Das vom Gameplay her und von der Grafik sieht das wirklich top aus. Ja, von vorne, wie gesagt, ganz normale Ansicht. Wir sehen von der Seite Spider-Man Miles Morales. Hinten hat sich etwas geändert. Auf jeden Fall. Ich hole mal Red Dead Redemption 2. Wir sehen bei den alten PlayStation 4 Spielen nicht nur, wie viele Spieler das spielen können und wie viel Speicher das hat, sondern auch die Auflösung. Klar, wir haben hier noch Sachen wie PlayStation Vita unterstützt und PlayStation Pro optimiert und keine Ahnung. Das ist aber eher irrelevant für die neuen PlayStation 5 Spiele. Aber wir sehen hier nicht mehr, welche Auflösung dieses Spiel unterstützt. Wäre, glaube ich, ganz interessant zu wissen. Doch, das sehen wir. Wir sehen hier, dass das eine Ultra HD Blu-ray ist, aber dennoch nicht ganz genau, welche Auflösung das unterstützt. Aber gut, das ist quasi die PlayStation 5 Hülle. Oh Leute, ihr glaubt gar nicht, wie viel Bock ich auf dieses Game habe. Ja, die CD relativ Standard. Wir haben hier hinter noch ein ganz cooles Cover. Hier auch. Klar, eine Anleitung ist jetzt nicht wirklich am Start, aber ja. Ja, das ist die Verpackung von Spider-Man Miles Morales. Eigentlich wollte ich mir Spider-Man und Cyberpunk zum Release der PlayStation 5 holen. Allerdings wurde ja Cyberpunk verschoben. Und ich habe auch sehr gut Bock auf Assassin's Creed gehabt. Also ich war lange am überlegen, hole ich mir Cyberpunk oder Assassin's Creed. Habe ich mir gedacht, komm, holst du dir Assassin's Creed und wenn du es durch hast, verkaufst du das und dann holst du dir Cyberpunk. Ja, hier genau dasselbe wie eben. Wir haben auch hier dieselben Anzeigen, wobei... Okay, das ist neu. Vibrationsfunktion unterstützt. Das hatten wir eben nicht... Außerdem steht hier noch Netzwerkfunktionen und Ingame-Käufe sind möglich. Das werden wir jetzt hoffentlich öfter bei den PlayStation 5 Spielen sehen, dass die Vibrationsfunktion unterstützt wird, denn das ist eins der neuen Features des neuen Controllers, die Vibrationsfunktionen, also das haptische Feedback und die adaptiven Trigger und die sollen mega sein. Da bin ich auch sehr gespannt drauf und würde sagen, wir packen das auch mal aus. Ist das auch ausgepackt? Ich weiß gar nicht, macht man sowas heutzutage noch? So Unboxings von Spielen, vor allem von so Standard Editions. Das ist jetzt leider keine Ultimate 100 Euro Edition oder so, aber gut. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Cool. So, wir sehen hier von PEGI ab 18, von USK ab 18 und von MA. Ab 15 plus, keine Ahnung, die Altersfreigabe kenne ich nicht. Wir haben hier ein bisschen was mehr drin. Erstmal hier dasselbe wie von hinten. Hier haben wir, glaube ich, gar nichts auf der Rückseite. Ja, gut. Und hier haben wir. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich Spielanleitung. Ja. Dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung für den Season Pass, den ich mir vermutlich nicht holen werde. Außer das Spiel catcht mich unnormal, aber
Ahnung. Ich habe mir noch nie irgendwie einen Season Pass bei Assassin's Creed geholt. Und hier noch mehr Werbung. Sorry, mein Telefon hat gerade geklingelt. Wo waren wir? Genau, wir haben uns hier für schöne Werbung von Assassin's Creed angeguckt. Ja, Leute, ich muss sagen, ich bin einfach mega im Hype. Am Donnerstag kommt meine PlayStation an. Das werden die ersten Spiele sein, die ich darauf zocken werde. Ich habe natürlich noch FIFA und Call of Duty Black Ops Cold War. Das habe ich mir aber beides digital mit einem Kollegen geshared. Deswegen gab es da jetzt auch kein Unboxing. Ja, mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu zeigen oder zu sagen. Wir können doch mal eben hier uns die beiden von hinten angucken. Da sind schon ein paar Unterschiede, aber ansonsten sind die Hüllen eigentlich gleich geblieben. Wobei ich die PlayStation 4 Hüllen irgendwie schöner finde, weil das halt hier oben irgendwie besser passt mit dem blauen und ja, gut. Ich würde sagen, das war's ja fürs Erste. Am Donnerstag kommt das PlayStation 5 Unboxing und am Freitag kommt vielleicht so eine Art PlayStation 5 Vlog. Also ich schaue mal, vielleicht werde ich den Donnerstag so ein bisschen filmen und mithalten. Quasi so der Countdown zu PlayStation 5. Mal schauen, vielleicht mache ich da irgendwas. Und ich werde vermutlich nächste Woche noch ein, zwei Videos zum neuen Call of Duty hochladen. Denn das ist ein Call of Duty, was mir viel Spaß macht. Seit Ewigkeiten mal wieder. Aber gut, ich danke fürs Zuschauen. Das war's mit diesem Video. Ciao.